Willkommen zurück. Ich habe immer noch keinen Kalkstein. Oh, was geht denn hier ab? Die Striege? Was macht denn der da? Ich habe nicht gelacht. Die Striege im Intro sah anders aus. Das hat ein Höschen an und ein Schwert in der Hand. Halt, speichern! Speichern, speichern, speichern. Nicht die Aufnahme beenden, speichern. Mutant! Ich glaube, bei euch hackt's. Wo kommt der Mutant her? Ich habe keine Schwalbe genommen. Nicht genug, dass hier ein Aufstand ist, die Stadt brennt, die Leute verhungern und von der Pest erwischt werden und was weiß ich noch alles. Jetzt kommen da noch Mutanten. Hallo! Endlich ist das Ungeheuer tot. Kalkstein! Warum seid ihr hier? Ich hörte, die Soldaten kämpften gegen eine Striege. Daher wollte ich Vizimas berühmte Striegenprinzessin selbst einmal sehen. Das ist zwar keine Striege, aber dennoch interessant. Werdet nicht zu euphorisch, Kalkstein. Der Kalkstein. Ich werde diese Soldaten dafür bezahlen, dass sie die Überreste in mein Labor bringen. Und später werde ich... Moment. Wenn das keine Striege ist, was dann? Eine Kombination aus Alchemie, Genetik, Biologie und schwarzer Magie. Ein Mutant wie ihr. Ich kann es kaum erwarten, mir das näher anzusehen. Wie ich? Ähnlich. Magie und Alchemie beschleunigen die Mutation. Die Nebenwirkungen sind praktisch unkontrollierbar. Es ist höllisch schnell und stark. Um mehr zu erfahren, müsste ich es sezieren. Ich denke, ich weiß, wer dahinter steckt. Wisst ihr, woher es kam? Die Soldaten sagten, es kam aus dem Friedhof im Sumpf. Nehmt diese Schriftrolle. Sie enthält die Formel für einen mächtigen Trank, der euch hilft, die Striege zu bekämpfen. Die Salamandra werden kühner. Beschleunigte Mutation und Experimente an Menschen sind eine schmutzige Sache. Und alles basiert auf gestohlenen Hexergeheimnissen. Die ihr seit Jahren hütet, ohne der Versuchung zu erliegen. Herzlichen Glückwunsch. Na gut, aber was ist mit dieser Striege? Wenn sich die Soldaten irren, ich hörte Gerüchte über gewisse Ereignisse im Sumpf. Was für Gerüchte? Macht schnell. Es heißt, in der alten Kapelle dort wurde eine Leiche gefunden. Auseinandergerissen. Der Dickdarm soll 1,5 Meter lang gezogen gewesen sein, die 6,5 Meter Dünndarm darum gewickelt. Hat Spaß reicht. Gemacht. Danke. Was? Darum gewickelt? Ihre Majestät, die Striege. Ich sollte zu meinen Freunden zurückkehren und überlegen, was wir tun. Zurückkehren, zurückkehren, zurückkehren. Okay, alles zurück ins Krankenhaus. Nahe beim Friedhof in den Sümpfen muss... Also auch das Salamandra... Alles ist beim Friedhof in den Sümpfen. Auch das Salamandra versteckt. Selbstverständlich. Die Striege, Rames Rüstung. Alles. Alles ist im Sumpf am Friedhof. Freunde, wenn ihr keinen Energy Drink mehr habt, geht raus zum Friedhof im Sumpf. Da liegen welche rum. Nehmt euch welche mit. Kostet nichts. Was ist mit der Striege passiert? Falscher Alarm. Ein Mutant hat die Soldaten angegriffen. Braucht ihr Hilfe? Nicht mehr als jeder andere. Lasst mich entscheiden. Shani. Ihr scheint wohl auf zu sein. Habt ihr keine Angst, dass die Ritter des Ordens oder die Elfen auftauchen könnten? Beide denken doch, ihr versorgt den Feind. Für mich sind das keine Feinde, nur Verwundete. In diesem Krankenhaus unterscheiden wir nicht zwischen Völkern und politischen Standpunkten. Die ist so cool. Das habe ich in Brenner gelernt. Rotschopf hat dort Nilfgaarder und auch unsere Leute behandelt. Einen Patienten hat er sogar mit seinem Körper geschützt, als Elfen kamen. Hoffentlich habe ich auch den Mut, meine Patienten zu beschützen. Ich bin sicher, das werdet ihr. Allerdings wäre es mir lieber, ihr würdet fliehen. Schön zu hören. Warum erzählt ihr mir das alles? Was war das für ein Geräusch? Geräusch? Oh oh. Sie ist das. Ihr behandelt Menschen, wie ich sehe. Wir verwunden sie, damit sie sterben, und ihr behandelt sie? Wie unlogisch.
und in höchstem Maße gegen unsere Interessen. Raus aus meinem Krankenhaus. Auf den Straßen könnt ihr euch nach Herzenslust gegenseitig umbringen. Aber lasst euch hier nicht mehr blicken. Shani, Vorsicht. Tötet die Däune. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich schlafe nicht. Ich gucke nur, dass wir den richtigen Kampfstil haben. Da war ich jetzt mal einen Moment konzentriert. So, viel zum Gasthaus, Freunde. Das war's Haltet dann wohl. Sie auf. Ich verabscheue euch, Donny. Ja, vermutlich werdet ihr das. Elende Hexe. Stirb. Sie wollten die Verwundeten abschlachten. Wie kann man nur so tief sinken? Ich habe in der Stadt Schlimmeres gesehen. Danke. Im Namen aller Patienten. Die dürften euch nicht mehr behelligen. Auf bald. Lebt wohl. Verwundete abschlachten? Ich meine, ich weiß, wenn jemand am Boden liegt, sollte man nicht noch drauf treten, aber... Ganz ehrlich, die haben hier Krieg. Eigentlich ist es nicht verwunderlich, dass das passiert. Natürlich, ich will das auf keinen Fall gutheißen, aber... Verwunderlich ist es leider nicht. Zwergenbrand, das ist ein Grundstoff für Tränke, den brauchen wir. Tu mal den Fisch weg. So, können wir hier... Ach, wir können doch einfach mal ein Stück ruhen. Denn wenn wir ruhen, können wir Alchemie machen. Dass wir noch mehr Tränke dabei haben, ist ganz wichtig. Sie haben das Krankenhaus angegriffen. Unglaublich. So, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen uns um die Eichhörnchen im Krankenhaus kümmern. Haben wir doch gemacht. Das ist eine Art Fluch. Merkwürdig. Speichern. Ah. Kommt schon, ihr Dreckskerle! Ich schneide euch die Eier ab! Wartet. Die Geschichte wiederholt sich. Aber dieses Mal schneiden wir euch mehr als nur die Hand ab. Versucht es! Elfenabschaum! Ich bin die weiße Ryla! Ich fürchte mich nicht vor euch Elfensadisten! Voll das Mannsvibe! Ich schlitze euch auf, haariger Affe! Wir machen erstmal die Heilerin platt. Ich würde euch die Eier abschneiden, wenn ihr welche hättet! Gut, dass gar gespeichert wurde. Das war's. Irgendwo ist noch eine Heilerin gewesen. Kommt schon, ihr Dreck! Wartet. Die Geschichte versucht. So, das war richtig. Ihr habt mich wütend gemacht. Du entkommst mir nicht, Mädchen, egal ob du dich hinflüchtest. Oh, jetzt geht erstmal wieder drauf. Ich muss eine Schwalbe nehmen, das geht so nicht. Nur ein Stück laufen gehen, würde ich sagen. So, mal ein Stückchen laufen, dann nehmen wir den hier. Ich schlitze euch auf, haariger Affe. Und machen noch den hier, dann schaut schon besser aus. Gut, dass die Kamera immer im richtigen Moment schwenkt. Im richtigen Moment für den Feind, versteht sich. Ich liebe das. Was? Die macht aber auch einen Schaden, die Tussi. Was ist denn los? Sowas. Ja, ja, bla bla bla, ich weiß. Ich versuche nicht nochmal zu sterben. Warte. Die Geschichte versucht. Aber man weiß ja nie. Begrüßt den Tod. Kämpft! Haltet sie auf! Ihr
Ihr habt mich wütend gemacht. Oh, Geralt, mach hin, ey. Menno, ist das nervig. Warum sind wir auch mit halber Energie rausgelaufen? So was Blödes eigentlich. Müssen wir noch weiter laufen gehen vielleicht. Schauen wir mal. Ja, 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 ja. So, ein Stückchen laufen gehen. Jetzt sind wir schon mal Schwert, jetzt sind wir schneller. Oh, jetzt wäre Speichern cool. Ich verabscheue die Teune. Auf ihn! Bleibt stehen, wo ihr seid. Ah, Bug gefunden. Bei den Stilen ist mir gerade aufgefallen, kann man sich ziemlich leicht mal verschalten. So, jetzt können wir das speichern, oder? F5. Ja. Okay, endlich kommen wir weiter. Auf ihn! Euer nächster Schritt ihr ist euer letzter. Gemacht. Ich verabscheue euch doch. Kalt wie bekloppt. Jetzt habe ich es erwischt. Ich glaub's nicht. Ich die Augen aus. Das hat mich gereizt. Nur noch die blöden Bogenschützen überleben. Nein. So, wer heilt jetzt noch? Haserei! So, geht doch. Hat lang gedauert, sorry, Freunde. Ich hätte es schon geschafft. Trotzdem, danke. Nicht der Rede wert. Kommt, unterhalten wir uns irgendwo, wo es sicherer ist. Ach, herrje. Ich will aber gar nicht in Raylas Versteck, so wie die jetzt schon läuft, ne? Ja, okay, jetzt läuft sie wieder wie ein Mann. Aber eben ist sie so geschritten und geglitten und ich weiß auch nicht. Die läuft voll bekloppt gerade. Ach, herrje. Wir müssen die Barrikade angreifen und die Position halten, bis Verstärkung eintrifft. Wenn wir uns zurückziehen, kontrollieren die Skoyatel fast ganz Alt-Vysima. Aber nur fast. Moment noch. Ich muss mit Raila reden. Als Krieger seid ihr fast ein Ideal. Fast? Ja, fast. Auch wenn euch kein Mann besiegen kann, könnte eine Frau? Ihr meint euch selbst? Möglicherweise, aber ich meinte es eher allgemein. Ihr würdet nie eine Frau schlagen oder zumindest würdet ihr zögern. Das glaube ich nicht. Lasst die Tiefstapelei, Geralt. Wir wissen beide, dass ein Gewissen tödlich sein kann. Zögert. Und ehe ihr euch verseht, habt ihr eine Klinge im Leib. Da irrt ihr euch. Ich werde es euch beweisen. Wir beide wissen, dass ihr niemals das Schwert gegen eine Frau erheben würdet. Ich kenne andere Mittel und Wege, euch zu zähmen. Ha! Beweist es, wenn ihr könnt. Karte? Karte! Ach du Scheiße! Wieso ist die auf dem Bild nackt? Weiß das jemand? Ist ja auch egal. So, ich möchte mich mit der weißen Raila unterhalten. Wir werden die Barrikade, bla bla bla. Stufenaufstieg, was? Noch alles. Wir machen mal Alchemie. Können wir nicht. Na super. Okay. Dann keine Alchemie. Hä?
Mit was für Frauen der Geralt sich einlässt, ne? Bell. Jetzt ist hier leer. Hm.